Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Case Nate. Das ist mein erstes Video. Und in diesem Format geht es um das Spiel Summoner's War. Ich möchte euch in dem Format zeigen, wie ihr am Anfang des Spiels die besten Fortschritte habt. Monster Runes, für was ihr nicht sinnlos euer Mana ausgeben solltet. Und gewisse Sachen zu den einzelnen Monstern und viele andere Sachen. Ihr bekommt am Anfang diese drei Standardmonster. Die bekommt ihr immer. Also egal, ob ihr euch einen neuen Account anfangt oder einen zweiten erstellt. Ihr werdet immer den gleichen Start haben. Ich habe jetzt hier schon das Anfangstutorial übersprungen, in dem ihr diese Monster bekommt und euch eine kleine Einweisung gegeben wird über die den Kampfablauf, die Vorteile der Attribute untereinander. Zum Beispiel, dass Feuermonster schlecht sind gegen Wasser und Wasser gut gegen Feuer, etc. Darauf werde ich jetzt aber jetzt am Anfang des Spiels nicht weiter drauf eingehen, weil es erstmal wichtigere Sachen gibt, die euch mehr interessieren sollten. Wenn ihr jetzt hier so direkt im Spiel drin seid, habt ihr einmal hier unten den Herausforderungs-Button. Da habt ihr direkt am Anfang schon einige abgeschlossen, wo ihr hier schon mal etwas Mana bekommt, ein paar XP und noch eine Beschwörungsrolle. Und damit habt ihr direkt schon Stufe 2 erreicht. Die Level-Ups bringen euch hauptsächlich erstmal die Energie, die euch am Anfang extremst mangeln wird. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr mit jedem Level-Up eine Energie mehr bekommt und dann könnt ihr noch später Gebäude bauen, indem ihr eure Energie nochmal erhöhen könnt. Am Anfang ist es etwas langwieriger, da ihr halt nicht so viel zur Verfügung habt, aber das wird im Verlauf des Spiels wesentlich besser. Also hier seht ihr jetzt zum Beispiel, dass ihr beim Abschluss dieses Szenarios auf Stufe 7 bekommt ihr den Elfenwächter. Schon mal ein ziemlich gutes Startmonster, um euer Team erstmal so ein bisschen aufzubauen. Ich würde jetzt hier bis zur Stufe 7 kurz freispielen und dann geht das Video weiter. Bis gleich. So, und damit bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt den Wald von Garin Stufe 7 abgeschlossen und jetzt habt ihr hier das nächste Szenario freigeschalten, wo ihr hier auch wieder beim Komplettieren des Szenarios ein Monster bekommt. Das ist die Magieritterin in Wasser. Die erweckt dann Lapis Heiß und das ist ein Monster, was sich durchs komplette Spiel begleiten wird. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall erstmal später im Briefkasten hier unten euren Elfenwächter abholen. Dann habt ihr den direkt mit hier drin. Natürlich soll ich jetzt hier noch Runen platzieren. Das machen wir auch einfach. Es ist erstmal völlig egal, was ihr hier auf den Runen drauf habt. Weil die Runen werdet ihr nicht lange besitzen. Und wir können jetzt direkt auf jeden Fall auch nochmal in die Aufwertung gehen. Und den Elfenwächter mal mit diesen zwei Monstern füttern. Und somit hat er Stufe 5. Oh. Noch eine wichtige Sache von Anfang. Ihr habt hier rechts an der Seite diesen Event-Button. Je nachdem, wann ihr anfangt zu spielen, sind halt jetzt im Paperboard zum Beispiel ist jetzt noch dieses Aufwertungsstein und das Guild-Missions-Event. Die interessieren uns jetzt aber erstmal nicht, aber wenn ihr jetzt weiter hier runter guckt, hier, gebt dein Promocode ein. Summoner's War hat jeden Monat einen Code, den ihr definitiv eingeben könnt und das gibt euch vor allem am Anfang auch nochmal einen extremen Boost. Jetzt wäre es zum Beispiel das SW 2019 Februar 96. Jawohl. Ja, auch jetzt nicht wundern, das ist jetzt in eurem Briefkasten und das gibt euch jetzt hier eine schöne Feuerrolle. Die werden wir jetzt auch gleich noch beschwören. Ich hoffe auf was
Gut, okay. Das Mana reicht jetzt noch nicht. Also werden wir erstmal weiter das zweite Szenario spielen, beziehungsweise wir können in den Herausforderungen, ja genau. Wir müssen uns hier noch ein bisschen Mana, ein paar Kristalle holen. Und hier haben wir auch noch Sachen, die wir abschließen können. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir am Anfang schön viel XP für den Account bekommen, damit man im Level steigt und die maximale Energie erhöht. Und damit sind wir auch schon Level 5. Sehr schön. Mache ich jetzt nicht. Ihr habt im Briefkasten. Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel jetzt schon einmal 30, einmal 50 Energie. Bitte macht nicht den Fehler und nutzt jetzt diese 50 Energie. Es bringt euch jetzt nichts. Ihr habt, es geht, die 50 Energie gehen zwar über das Maximale drüber, also ihr habt dann hier vorne in dem Fall jetzt eine 85 stehen und hier hinten eine 35, aber der Nachteil ist, wenn ihr es nicht schafft, die Energie runterzuspielen, habt ihr logischerweise keine automatische Energieregeneration mehr und die Energie geht einfach ins Leere und das wäre ja völlig verschwendet. Vor allem am Anfang. Jetzt nochmal kurz gucken. Ba, 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 ba. Was für Runen wir jetzt hier haben. Ja, okay. Die würde ich jetzt hier mal gravieren. Wenn ihr nicht wisst, was ihr für Runen in welches Monster reinmachen müsst, werde ich unten in der Videobeschreibung einen Link reinposten, in dem ihr nachgucken könnt, welches Monster auf was für Runen am Anfang am meisten Sinn macht. Natürlich könnt ihr im Endeffekt auch jedes Monster runen, wie ihr wollt, aber es macht halt schon Sinn, sich an etwas zu orientieren. Dafür könnt ihr auch hier zum Beispiel in diese Liste reingucken. Aber ich sag mal, hier postet jeder sein Zeug rein. Ist halt schon sinnvoller, auf eine Internetseite zu gehen und dort zu gucken, was bringt euch am Anfang des Spiels was, was in der Mitte des Spiels und am Ende des Spiels. Aber darauf werde ich auch später nochmal genauer reingehen. Ja, genau. So, wir wollten jetzt die Rolle beschwören. Stopp. Falsch. Drück die Daumen, mal sehen. Eine Mumie. Die können wir am Anfang definitiv auch nutzen. Das nächste Ziel ist auf jeden Fall jetzt auch wieder hier runter zu gehen, um die Magieritterin zu bekommen. Das würde ich jetzt auch nochmal schnell durchspielen und skippen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. So, und damit haben wir die Kaviar-Ruinen abgeschlossen und haben jetzt den ersten hier unsere Magieritterin Wasser. Die ist ein 4-Sterne-Monster, also kann ein Maximallevel von Stufe 30 haben und die werden wir jetzt probieren mit offensiven Runen auszustatten, weil sie halt mit Angriffskraft, mit Attack skaliert. Jetzt wie gesagt hier noch kein Mana investieren, um Runen irgendwie aufzuwerten, weil die habt ihr echt nicht lange. Ich gebe jetzt halt bloß einfach nur die Runen, die ich rumliegen habe, schmeiße ich rein, um noch so einen kleinen Boost zu bekommen, was uns jetzt hier noch bisschen HP gibt. Wenn ihr es nicht geschafft habt, die Ruinen abzuschließen, dann macht einfach vorherige Szenarios mehrmals hintereinander, um das Level eurer Monster noch mal ein bisschen zu erhöhen und dann kommt ihr da locker durch. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ich habe das jetzt mit dem Elfenwächter gemacht, der Wasserfee und dem Feuerhöllenhund. Und jetzt werden wir halt so schnellstmöglich versuchen, die Magieritterin auf ihre maximale Stufe zu bekommen. Nehmt dafür jetzt. Achso, genau, ihr habt jetzt ab der Stufe habt ihr jetzt noch einen zusätzlichen Monsterplatz, den ihr belegen könnt. Nehmt jetzt einfach die 4. Und mit dem Team könnt ihr am Anfang einfach überall durchrennen, ist überhaupt kein Problem. Vor allem, weil die Magieritterin halt so extrem stark ist am Anfang. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall meine Energie noch auf 0 spielen.
Und werde jetzt aber auch keine Energie aus meinem Briefkasten nutzen. Das werde ich jetzt noch ein bisschen aufsparen, bis ich ein paar Monster gesammelt habe, um die Magieritterin dann auf die nächste Stufe zu bringen. Also auf 5 Star, sodass sich ihre Maximalstufe auf Stufe 35 erhöht. Dafür brauchen wir nein Quatsch, 3 4 Sterne Monster, um sie zu erhöhen. Die werden dadurch geopfert, also bitte passt auf, dass ihr jetzt nicht einfach die 2, sage ich jetzt einfach mal, auf 25 spielt, um sie auf 4 Sterne zu erhöhen. Nutzt sie dann nicht, um sie auf 5 Sterne zu erhöhen. Das wäre Blödsinn, weil ihr habt am Anfang nicht die große Menge an Monster. Also, dass ihr sie einfach opfern könnt, das wäre wirklich Quatsch. Guckt auf jeden Fall jetzt am Anfang, dass ihr in den Herausforderungen euch hier im Weg des Beschwörers diese ganzen Sachen hier Stück für Stück abarbeitet. Dadurch bekommt ihr halt immer wieder die ganze Zeit XP. XP gibt euch Level-Ups und Level-Ups setzt eure komplette Energie wieder zurück. Also braucht ihr die Energie aus der Kiste eigentlich nie am Anfang. Hier zum Beispiel haben wir jetzt hier, wenn wir das abschließen, also das nächste Szenario, bekommen wir hier einmal 6 Energieruhen, 3 Sterne. Müssen wir dann gucken, was für Werte drauf ist. Für welches Monster wir die am Anfang nutzen können. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall meine Energie noch runterspielen. Würde mich dann nochmal kurz zum Schluss melden und zeigt dann auch nochmal, was es mit diesen Punkten hier auf sich hat. Und werde wahrscheinlich jetzt gleich noch ein Level-Up haben und wieder volle Energie haben. Also wird es noch einen kleinen Moment dauern, bis die alle ist. Und ja, ich sag mal bis gleich. So, und damit sind wir bei den KB-Ruinen auch durch. Jetzt hier wieder die nächste Stufe freigeschalten. Mache ich jetzt aber erstmal nicht mehr weiter. Sondern wir haben uns jetzt das Runenpaket freigeschalten. Mit den 6 Energierunen. Die habe ich jetzt erstmal direkt in die Mumie reingepackt, weil die Mumie abhängig von ihren maximalen HP Schaden verursacht. Da ihr die ja natürlich nie alle am Anfang haben werdet, müsst ihr gucken, wo ihr die Runen reinmacht. Also ihr könnt sie zum Beispiel auch am Anfang jetzt einfach mal in die Fee oder in den Vagabund reinhauen. Ja, wie gesagt, ihr werdet die sehr, sehr schnell ersetzen. So, gerade eben habe ich gesagt, wir reden über diese Punkte. Das sind Arena-Punkte. Die Arena müsst ihr erst freischalten. Aber ihr solltet, sobald ihr die Arena freigeschalten habt, versuchen, diese Punkte immer unten zu halten. Weil ihr euch in dem Shop der Arena extrem interessante Sachen kaufen und ausbauen könnt. Und da werde ich im nächsten Video, wenn ich die dann nutzen kann, werde ich euch genau darüber informieren, was ihr dort macht und warum ihr das dort macht. Ihr müsst jetzt hier am Anfang noch haufenweise Gebäude kaufen und bauen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch erstmal machen. Das ist jetzt zum Beispiel der magische Laden. In dem könnt ihr stündlich einmal reingucken und ihr habt hier drinne halt verschiedenste Sachen, die ihr euch kaufen könnt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, diese ganzen Plätze so früh wie möglich hier freizuschalten. Denn umso mehr Plätze ihr drin habt, umso sinnvollere Items können natürlich drin sein. Also wenn ihr jetzt hier bloß 5 Slots zur Verfügung habt, stattdessen 10, ich weiß genau wie viele es sind, ich glaube 10, erhöht sich natürlich die Chance, dort eine schicke Rune oder einen Monsterstücke gibt es ja auch. Zu Monsterstücken komme ich auch noch. Das ist jetzt hier zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reingehen bei der Beschwörung, hier ein Monster beschwören. Ja, wir haben jetzt gerade keine Beschwörungsstücke, aber die können wir uns zum Beispiel in dem magischen Laden kaufen. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel für, ich sage jetzt einfach 50 Monsterstücke, zum Beispiel einen 4-Sterne-Monster beschwören, die teilweise im Spiel, ja, gibt es spezifische Monster, wofür ihr ewig braucht, also wenn ihr kein Glück habt, bekommen. Ja, das wäre es jetzt auch erstmal für mein erstes Video. Ich werde jetzt die Energie immer weiter runterspielen, eventuell dann doch
noch ein bisschen Energie aus der Truhe nutzen. Mal gucken, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Und würde auf jeden Fall als erstes die Magieritterin hochspielen. Da gucke ich jetzt, dass ich die Runenslots auf jeden Fall viermal mit der Fatalrune voll bekomme. Weil 35% ATK auf 230, das macht schon ganz schön was her. Was ich vielleicht noch sagen sollte, die Runen, die bekommt in jedem Gebiet, wenn ihr hier auf Drop-Info geht, seht ihr, welche Runen ihr in welchem Gebiet bekommt. Das heißt, in diesem Szenario müssten wir zum Beispiel farmen, um die Fatalrunen zu bekommen. Das werde ich jetzt definitiv machen. Dadurch sammeln wir immer mehr Erfahrungspunkte für unsere Magieritterin und haben halt die Chance auf diese Runen. Ja, genau. Das wäre es jetzt erstmal fürs erste Video. Bedanke mich, dass ihr euch das angeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt oder konstruktive Kritik, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ja, und damit ein herzliches Dankeschön. Euer Xnate.